Allgemein ist natürlich bekannt, dass ich aus der Türkei komme. Ja. Aber ich wünsche mir einmal ein Interview, wo ich nicht sagen muss, Okay. woher ich komme. Gut. Durch die Gründung des Zentralrats der Ex-Muslime hat sich bestimmt in deinem Leben auch was verändert. Kannst du das mal eben schildern, wie sich dein Leben dadurch verändert hat? In meinem Leben hat sich nichts verändert. Ich bin immer ein aktiver Mensch gewesen, immer ein politischer Mensch gewesen. Das bin ich weiterhin. In welcher Richtung warst du politisch aktiv? In Migrantenpolitik, wenn ihr im Internet guckt, ich habe Frauenverbände gegründet, Kindergarten gegründet. Davor war ich in türkischen linken Gruppen aktiv. So. Okay. Und wie hast du dann Mina Hadi kennengelernt? Wie kam die Verbindung zustande? Ich habe sie kennengelernt auf einer Konferenz von IPCA in Berlin. Die hatten eine Konferenz gemacht und sie war Referentin und ich bin da hingegangen. Ja. So, da bin ich ihr begegnet und war sofort sehr froh, dass ich eine Frau treffe, die ähnliche Gedanken hat wie ich, obwohl sie von einer völlig anderen Perspektive natürlich hat, weil sie kommt aus Iran und hat wesentlich mehr gelitten unter dem Islam als ich, eine Frau aus der Türkei. Und wie kamt ihr dann auf die Idee, diesen Zentralrat der Ex-Muslime zu gründen? Also die Idee, die war wohl schon da, zwischen Mina und dem Schmidt Salomon von Bruno Giordano Stiftung. Sie haben mich gefragt, ob ich mitmachen würde. Ich fand das wunderbar, die Idee, weil ich wollte auch Ähnliches machen. Aber ich wusste nicht mit wem und fand nicht so viele mutige Menschen. Ja. Thema Mut, da gehört natürlich sehr viel Mut dazu, sich als Ex-Muslim zu outen. Lebst du auch jetzt irgendwie unter Polizeischutz oder lebst du ganz normal wie zuvor? Oder hast du vielleicht auch Angst, dass vielleicht doch mal was passieren könnte? Ich bin immer ein vorsichtiger Mensch gewesen und bin weiterhin vorsichtig. Ich habe keinen Polizeischutz, möchte auch keinen Polizeischutz haben. Und wenn ich in diesem Land Polizeischutz brauche, dann wandere ich wieder aus. Der Zentralrat der Ex-Muslime besteht jetzt wie lange? 2, 3 Monate? Oder wann habt ihr euch gegründet? Wir haben im Januar gegründet. Ja. Und am 28. Februar sind wir an die Öffentlichkeit gegangen. Und wie viele Mitglieder habt ihr jetzt? Wir haben über 400 Zuschriften und das Bearbeiten dauert irrsinnig lange. Wir haben ungefähr 120 bisher bejaht. Wir haben gesagt, okay, die nehmen wir auf und die anderen müssen wir noch prüfen, weil wir kennen die Leute nicht. Verstehe. Und wir nehmen natürlich Kontakt auf und fragen und gucken. Und die müssen sich dann persönlich bei euch vorstellen? Nein, nicht persönlich, aber trotzdem wollen wir einfach hingucken, ist verständlich. Okay. Ja. Ja, und hast du mit dem großen Feedback dann auch gerechnet, oder? Ja, die Menschen sind Massen, wie Herden. Und dass wir im Bundespressehaus waren, hat diesen Echo natürlich verursacht. Wir hätten es niemals als zwei ausländische Frauen finanzieren können. Das hat die Stiftung für uns finanziert und dafür sind wir auch sehr dankbar. Das Echo kommt daher, nicht weil die Menschen wirklich die europäischen Werte begriffen hätten und sich deshalb freuen, das glaube ich nicht. Journalisten sind halt Journalisten. Ja. Apropos Journalismus, in einem Interview mit dem Herrn Schmidt-Salomon hast du dich recht kritisch zu Dr. Udo Ulfkotte, dem Terrorexperten, der jetzt auch eine neue Partei gründen will gegen den Islam, geäußert. Wie kam das überhaupt zustande? Es ging ums Christentum und ich bin jemand, die keine Religion haben möchte. Ich möchte weder Christ werden jetzt, noch evangelisch, noch buddhistisch. Ich werde auch nicht Spaghetti-Monster-Anhänger werden. Ich bin nicht eine irritierte Person, die alle 2 Jahre irgendeine Religion annimmt. Darum geht es mir. Ich möchte klar und deutlich sagen, ich bin für die humanistische Philosophie und wer mit Kant und Nietzsche etwas macht, kann mit mir arbeiten. Und heißt er Ulfkotte oder Hans Meyer Wurst, ist mir völlig gleichgültig. Okay. Ja? Ja, ich bedanke mich fürs Interview.